Das müsste diese hier sein. Da haben wir den Auslöser. Na klar, steht ganz groß drauf. Selbstzerstörungsanlage. Das muss ich so und... Huch, ich muss hier Zeit angeben. So, wenn wir 10 oder 20 Minuten machen, öffnet sich die Tür da rechts und wir können die Sache ein bisschen abkürzen. Das hat nämlich 20 Minuten. Das muss ich so und... Selbstzerstörungsanlage aktiviert. In 20 Minuten wird die Basis zerstört. Das Personal wird umgehend evakuiert. Ich wiederhole. Lass uns erst von hier verschwinden. Und los geht's. Wie ich es hasse, wenn die Zeit schon läuft, während man noch irgendwie in den Gesprächen ist. Das ist das Schlimmste. Ich hoffe, wir wissen, hier läuft sie nicht weiter. Aber sicher bin ich mir da echt nicht. Läuft sie sogar im Inventar weiter. Ja, nun los. Krabbelt schneller, junger Freund. Was lernen wir wieder mal daraus? Auch als Guten sollte man die Bösen zum Schluss immer noch mal sicher gehen, dass sie alle tot sind. Ansonsten hat man echt Probleme. Hehehe, es ist noch nicht vorbei. So. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Wir müssen jetzt alle viel schneller reden als vorher. Genau, und das ist hier die zweite Tür. Ich muss jetzt auch ein bisschen schneller reden. Die zweite Tür da rechts, die ich euch vorhin gesagt habe, die brauchen wir später noch. Jetzt ist dieses später gekommen. Und jetzt müssen wir hier abhauen. So, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Warum man sowieso einfach so den Selbstzerstörungsmodus aktivieren kann, ohne Code, ohne doppelte Sicherheitsabfrage. Einfach bloß ein roter Knopf, da drückt man drauf, stellt die Zeit ein und gut ist. So. Du aber fix. Seedgeld gekriegt, das Level hat sich immer noch nicht erhöht, wie ich es hasse. Kann ich hier umherlaufen, aber... Da fliegen die Raketen. Natürlich ein bisschen unschön, weil genau das wollten wir mit der Selbstzerstörung verhindern. So. Wir können euch nicht lebend lassen. Was soll ich denn Idea sonst sagen? Sie wird mich dafür bestrafen. Hey Leute, seid ihr bereit? Jawohl! Jawohl! Okay, zeigt, was ihr könnt. So, jetzt kommt der von mir vorhin beschriebene Kampf gegen dieses Roboterviech. Dass ich jetzt in 17 Minuten zerballern muss, und zwar ohne Quetzalcoatl. So, Quisty macht am Anfang gleich mal was. Dann später, wie gesagt, vielleicht nicht mehr, da sie ja unsere Heilerin, unser Support-Charakter ist. Aber am ersten Angriff kann sie sich ruhig mit beteiligen. Können wir das Ding zum Schweigen bringen, auch wenn es kein Zauber drauf hat. Das Problem hier ist natürlich, dass ich auch sowas wie Aura noch nicht habe, das mir meinen Limit Break zur Verfügung stellt, egal wie viel HP ich habe. Das sind so Zauber, die kriegt man ja später, weil die eben, wie man eben schon merkt, ziemlich stark sind. Damit werde die Sache hier leichter erledigt. Natürlich kann ich jetzt auch einfach jemanden runterbringen, quasi, die HP, aber das ist mir erstmal zu unsicher. Mache ich später noch, wenn noch 5 Minuten auf der Uhr sind oder so und ich habe den immer noch nicht geknackt, dann werde ich versuchen, mit Limit Breaks vorzugehen, weil die sind meistens schneller vorbei als so eine GF-Beschwörung. Und wie ihr seht, Zeit habe ich nicht unbedingt. Wobei bestimmt diese 15 Minuten jetzt locker ausreichen und ich bin in 5 Minuten fertig. Aber man weiß es eben vorher immer nie. Bis jetzt habe ich ihn eben immer bloß mit Quetzalcoatl besiegt. Der hat ziemlich einen dicken Schaden gemacht. Und der Rest hier, naja, macht so mittelmäßigen Schaden. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob Borsis überhaupt Schaden macht. Weil das Viech schwebt so ein bisschen in der Luft. Wenn Quetzalcoatl keinen Schaden machen würde, dann habe ich echt bloß Irvine, der mittelmäßigen Schaden macht. Und die anderen Mädels machen so gut wie gar keinen. Dann könnte ich höchstens noch Selfie mit den HP runterbringen. Und dann so oft ihren Limit Break nochmal drücken, bis irgendwelche Blitzguard-Zauber kommen oder so. Das könnte dann auch noch den entscheidenden Unterschied machen.
Nee, macht Schaden. Sehr schön. Dann ist das alles halb so schlimm, glaube ich. Oh, da geht auch schon der erste Zylinder drauf. Mensch, wer hat denn das gedacht? So, genau, was ich gucken will, ist, was gibt es hier so Schönes? Oh, verdammt. Das ist echt guter Schaden. Kann man echt nichts drüber sagen. So, was hat sie denn? Haha, noch so gut wie gar nichts. Verdammt. Na dann, lieber heilen. Stimmt, ich habe ja die Rakete noch nicht beigebracht zum Beispiel. Die hätte ich jetzt gut einsetzen können, die Mikrorakete. Aber ich habe vergessen, sie ihr beizubringen. Naja, das schaffen wir schon irgendwie. Ach, verdammt. Echt schlecht hier, echt schlecht. Und ich hoffe, dass mein Programm nicht abstürzt nachher, wenn ich das alles speichern möchte. Ich meine, ich bin mir sicher, ich weiß beziehungsweise ganz genau, ich habe schon mal 1,5 Stunden auf jeden Fall gemacht. Und da sollte ich heute nicht unbedingt drüber kommen. Aber naja, so ein Restrisiko ist immer noch. Wie gesagt, damals diese 2,5 Stunden oder so, die mir dann einfach abgeschmiert sind, daran denkt man immer noch zurück. Ja, und Brothers auf irgendwie 200 zu bringen, wie ich schon mal gesagt habe, scheint mir auch nicht ganz zu gelingen. Aber naja, dennoch macht es guten Schaden. So. Christi kann eigentlich, solange hier nichts los ist, ein paar Zauber machen, Zauber ziehen. Ich glaube, Stopp ist wirklich gar nicht so schlecht, lässt sich, glaube ich, recht gut koppeln. So, da geht der zweite drauf. Und der dritte auch noch. Gut, dementsprechend haben wir es dann doch recht bald geschafft hier. Sir, wir sollten lieber flüchten. Kommt gar nicht in Frage. So, ich glaube, es muss nämlich bloß mal einer dran glauben. Ich glaube, zwei behält das Ding. Und jetzt natürlich eine gute Frage, was mache ich? Bisschen bohren? Weil ich so gut in der Zeit bin. Wie gesagt, ich habe wieder die Angst, wenn ich jetzt mit zu viel Zeit abschließe, sinkt mein Zeitlevel doch schon wieder. Beziehungsweise wird einfach nicht aufgefüllt. Also geht nicht hoch, geht eher runter. Das ist natürlich doof. Aber naja. Vielleicht war es das mit dem Ifrit jetzt schon. Na dann, geballte Kraft, ziemlich gut angefeuert. Und, ne, lebt noch. Die Gatling, die macht wirklich relativ hohen Schaden. So, ich glaube, die Szene werde ich jetzt echt mal dazu nutzen, ein bisschen Zauber zu ziehen. Mache ich sonst nie. Könnt ihr euch bisher noch nicht darüber beschweren, aber es wird einfach mal Zeit, ein bisschen die Zaubervorräte aufzustocken. Und ich glaube, Stopp war halbwegs gut und den Rest konnte man, glaube ich, auch recht gut auf HP koppeln, wenn man erstmal genug davon hatte. Shell oder Protis. So, hier muss ich mal kurz ein bisschen cheaten. Körperwert steigt und hier Abwehr gegen Zauber. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, meine Pause funktioniert nicht so richtig. Quasi normalerweise, wenn ich im Start drücke, dann kommt die Erklärung zu einem Befehl, wo ich gerade drüber bin, eingeblendet. Aber bei mir kommt einfach nichts, es bleibt leer. Und aus diesem Grund, also es wird immer bloß ganz kurz angezeigt, wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich aus dem Pause-Menü wieder rausgehe. Und das ist jetzt eben die einzige Chance, um angezeigt zu kriegen, was diese Zauber machen.